Vier Mannschaften dürfen sich noch Hoffnungen machen. Es ist Halbfinalzeit. Wer schafft den Sprung ins Endspiel? Und wir zeigen sie Ihnen live aus dem Parc des Princes. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier in Paris. Herzlich willkommen hier im Parc des Princes. Kommentieren werden dieses Spiel Wolfuß und der Kollege Frank Buschmann. Und wir zeigen Ihnen heute das Halbfinale aus diesem Wettbewerb. Frankreich gegen Deutschland. Halbfinale, Wolf. Nimm mal eine Nase voll. Wir können am Endspiel riechen. Und ich glaube, genau das ist die große Gefahr. Du musst einen Schritt nach dem anderen gehen. Von Spiel zu Spiel denken. Sonst kommt ganz schnell das aus. Hier ist die heutige Aufstellung von Frankreich. Sie treten heute im 4-3-3 an, Buschi. Kurzer Kommentar von dir dazu. Es ist natürlich eine sehr offensive Ausrichtung. Mit den beiden Flügelstürmern werden sie dann versuchen, das Spiel breit zu machen. Frankreich jetzt also mit dem Anstoß dieser Partie. Auf Seiten der Gastgeber soll heute das frühe Pressing den Erfolg bringen. Und das ist ja auch absolut realistisch. Dafür haben sie die richtigen Leute. So spielen sie einfach. Nicht gut vom Verteidiger. Klar, das gibt hier Einwurf. Jetzt vielleicht die Flanke. Oh, da geht er vorbei. Flanke kommt rein, Neuer faustet den Ball weg. Jetzt wird es Ecke geben. Wie lautet deine Prognose in der heutigen Partie für Thomas Müller? Mich begeistert immer wieder, wie gut der mit seinen Kollegen zusammenspielt und wie er die Mitspieler immer wieder einsetzt. Da können Sie klären. Vielleicht geht jetzt was für Deutschland. Klasse aufgepasst vom Torwart. Wird Ecke geben. Ja, was denkst du dir als Trainer nach so einer Szene? Die Riesenchance und dann kommt überhaupt nichts dabei rum. Weiter alles ausgeglichen. Oh ja, der ist unzufrieden. Groß mit der Hereingabe. Da kommt er mit der Faust an den Ball. Gute Aktion. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Kai Havertz. Das macht er sehr gut. Klasse Tackling. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Gut verteidigt hier. Serge Gnabry. Lange Flanke jetzt. Geklärt ins Tor aus, gibt Ecke.
Ecke groß. Keeper geht auf Nummer sicher, faustet diese Ecke erstmal weg. Schuss kommt nicht durch. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Und nun Pogba. Weiter gefährlich. Jetzt können sie vielleicht kontern. Abwehr muss aufpassen. Da hat er klasse gearbeitet. Kylian Mbappé Lothar. Gute Flanke. Klasse Einsatz. Jetzt ein Eckball und vielleicht packen sie die Führung hier. Bei der Ecke würden die Fans jetzt zu gerne die Führung bejubeln. Kurze Ecke jetzt. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Kurz ausgeführt. Dembélé mit der Flanke. Gut mitgespielt vom Torhüter, fängt den Ball ab. Und jetzt Müller. Toni Kroos am Ball. Kai Havertz. Deutschland mit Drang nach vorne. Klasse Chance jetzt. Ball erstmal weg. Gute Aktion. Die Chance gerade, die dürfen sie niemals vergeben. So erstmal weiterhin unentschieden. Schöner Pass. Mbappé. Pass von Mbappé. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel gefehlt. Die Fans können es nicht glauben, für sie war das ein klarer Strafstoß. Und jetzt Griezmann. Dubois. Varane hat den Ball. Conte. Sissoko. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Den Ball kann er abfangen. Da wäre jetzt Platz. Bislang ein tolles Halbfinale, wie ich finde. Und ein toller erster Durchgang auch, Buschi. Ja, und wer sich hier durchsetzen wird, das ist immer noch völlig offen. Ich habe so den Eindruck, dass beide noch Reserven haben. Ich glaube, das wird eine richtig spannende zweite Hälfte. Deutschland mit dem Anstoß, zweite Hälfte läuft. Dembélé. Anspiel kommt gut. Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Gute Chance für eine Flanke. Gut geklärt, das war wichtig. Super Aktion, das ist die Balleroberung und das macht er gut. Werner, jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale. 1-0, sie wollten hier ein Zeichen setzen und das ist ihnen gelungen. Tolles Tor, wichtiges Tor. Wir sehen nochmal die Wiederholung des Treffers und wir sehen es. Kurzes Eck, Torwart-Ecke,
Also da wird der Keeper sich zwei, drei Fragen gefallen lassen müssen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Und jetzt der Wechsel, es trifft Thomas Müller. Die deutsche Mannschaft ist vorne, es geht weiter. Kanté mit dem Ballverlust. Oh, da ist er durch. Und drin, von der Latte aus geht er da rein. Jetzt sehen wir hier die Wiederholung vom Tor inklusive Torlinientechnik. Und die können wir bei dem Treffer wirklich gebrauchen. Und alles regulär, der Ball war hinter der Linie. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Havertz jetzt. Chance lebt noch. Was für eine Aktion. So gerade eben noch verhindern sie das Tor. Was für eine Rettungstat. Ecke groß. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ball kommt an den langen Pfosten. Erstmal rausgeforstet. Mbappé könnte über den Flügel kommen. Der Ball kommt. Da zeigt er, dass er ein echter Rückhalt ist für diese Mannschaft. Entschärft diese gute Chance. Herr Hechtsprung, Buschi. Klasse Aktion, alles richtig gemacht. Gibt Szenen Applaus. Jetzt Eckball. Klasse gerettet. In höchster Not, in allerhöchster Not. Das Ding war fast drin. Aus diesem Einwurf könnte jetzt eine Chance entstehen. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Ben Yedder. Lucas Digne. Moussa Sissoko. Jetzt kommt der Schuss. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball und bereinigt die Situation. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Rückhalt. Die Ecke kommt, er stellt den Körper rein und kann den Schuss blocken. Wieder im Aus, gibt wieder Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Und da ist er zur Stelle bei dieser Ecke. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Conte. Griezmann. Den Zweikampf verliert er.
Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Sie suchen Havertz. Den Ball faustet er weg. Guter Einsatz. Conte. Varane hat den Ball. Sissoko. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Ist hier immer noch am Ball. Ganz stark abgeblockt. Kai Havertz. Leroy Sané. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. Sané, ah, schade. Vier Minuten sind es jetzt hier noch in der Nachspielzeit. Passiert noch was? Griezmann. Am Ball Mbappé. Sané. Werner. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Coman. Mit dem Ball Lemar. Jetzt können sie den Ball reinbringen. Da steht die Abwehr sicher. Sie haben es geschafft und ziehen ins Finale ein. Eine tolle Leistung, da kann man nur gratulieren. Sie haben gewonnen und damit sind sie eine Runde weiter. Und jetzt sind wir gespannt, wie das Turnier für sie weitergeht. Das war gut, was er heute angeboten hat. Er macht sein Tor, holt den Sieg. Ein rundum gelungener Auftritt. Ich glaube, genauso hat er sich das vorgestellt.